Schatz, das müsste jetzt erstmal der letzte Karton gewesen sein. Puh, zum Glück, wir haben jetzt so viel zum Auspacken. Oh ja, aber das schaffen wir schon. Und übrigens, Lia, habe ich eine tolle Nachricht für dich. Hier in der Stadt, wo wir neu eingezogen sind, ist im Kindergarten ein Platz frei geworden. Da hast du so ein riesiges Glück gehabt, denn normalerweise gibt es um diese Zeit gar keine Plätze. Was, echt? Das freut mich. Ja, und die Leiterin des Kindergartens hat sich am Telefon sehr nett angehört. Ja, Mami, endlich ein neuer Kindergarten. Mir hat's gar nicht im alten Kindergarten gefallen. Da war immer dieser blöde Louis, der mich geärgert hat. Na siehst du, Schatz, dann kannst du dich auf den neuen Kindergarten sehr freuen. Oh, wer hat denn da geklingelt? Lass uns gleich mal nachschauen. Guten Tag, ich bin Ihre neue Nachbarin. Ich heiße Emily. Ah, hallo, ich bin die Martina. Okay, falls ihr irgendetwas braucht, dann sagt Bescheid. Ja, vielen Dank. Also, wir freuen uns sehr, dass wir einen Platz hier in dem neuen Kindergarten bekommen haben. Und deshalb wollte ich fragen, ob du mir vielleicht etwas darüber erzählen könntest. Ach ja, das müsste wahrscheinlich der Kindergarten Villa Sonnenschein sein, nicht wahr? Ganz genau. Ach, das ist ein wirklich sehr schöner Kindergarten. Der wurde erst vor einem halben Jahr umgebaut und das Tolle ist, dass er sehr ästhetisch eingerichtet wurde. Und allen Eltern und Kindern gefällt es wirklich sehr, sehr gut hier. Und meine Tochter, sie ist 4 Jahre alt, geht auch dorthin. Oh, ich bin auch 4 Jahre alt. Ach echt? Und wie heißt du denn? Ich bin die Lia. Oh, was für ein Zufall, dass ihre Tochter auch dahin geht. Das freut Lia bestimmt sehr. Ja, das stimmt. Morgen gehen wir dann zum ersten Mal hin. Ach, das ist schön. Dann könnten wir vielleicht morgen früh direkt zusammen hingehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, toll, dann kann ich auch deine Tochter kennenlernen. Mhm, sie wird sich bestimmt freuen. Ja! Am nächsten Morgen. Hallo! Hallo! Ah, da seid ihr ja. Dann können wir ja jetzt gleich los. Ja! Ich freue mich schon so. Ist der Kindergarten denn schön? Ja, der ist mega, mega toll. Du wirst es gleich sehen. Okay, dann komm, lass uns jetzt los. Hey Leute, eine kurze Unterbrechung. Ich wollte euch nämlich etwas Tolles mitteilen. Ich, Alistoka und Lolingo haben an einem Adventskalender gearbeitet. Und er ist endlich fertig. So wird er aussehen. Ich und Sarah auf dem Schlitten. Und was macht denn die Lola da? Sie versucht uns mit einem Schneeball abzuwerfen. Typisch. Und die Haustiere von meiner Ästhetikfamilie dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wir starten den Vorverkauf im September, damit wir wissen, wie viele Kalender wir ungefähr bei unserem Hersteller bestellen können. Also, wenn ihr Interesse habt, dann bestellt euch doch gerne den Adventskalender. Den Link findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es weiter. So, da sind wir auch schon. Lasst uns reingehen. Wow, der Außenbereich sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Oh ja. Dann tschüss, Mama. Muah. Tschüss, mein Schatz. Viel Spaß. So, ich gehe dann auch mal. Ich sehe da hinten schon, dass die Leiterin herkommt. Sie wird euch wahrscheinlich jetzt dann empfangen. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Hallo, willkommen in unserem neuen Kindergarten. Du bist doch die Lia, oder? Ja, die bin ich. Die Emmy, eine unserer Erzieherinnen, holt die Lia gleich ab und wird ihr den Kindergarten zeigen. Dann später gegen 12.30 Uhr gibt es Mittagessen und ab 14 Uhr können sie sie dann abholen. Hallo Lia, ich bin die Emmy. Hallo. Schau mal, deinen Rucksack kannst du hier in den Schrank legen und dann zeige ich dir alles. Okay. Dann tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Ich hole dich dann später ab und dann erzählst du mir ganz genau, wie der Tag abgelaufen ist. Ja, mache ich. Tschüss. Übrigens wollte ich Sie noch darüber informieren, dass wir nächste Woche einen Ausflug mit den Kindern planen, für den wir schon reichlich Geld gesammelt haben, nämlich um die 1000 Euro. Wow, das hört sich sehr gut an. Ja, das ist wirklich eine einmalige und große Sache. Die Kinder freuen sich schon seit Monaten darauf. Und morgen bringe ich dann das Geld in den Kindergarten, was dann dort aufbewahrt wird. Wow, das freut mich wirklich sehr für die Kinder und toll, dass sie so schöne Sachen organisieren. Ja, und noch etwas. Vor dem Ausflug ist noch eine kleine Übernachtung im Kindergarten geplant, damit die Kinder sich etwas besser kennenlernen. Und am Tag darauf findet dann der Ausflug statt. Alles klar, Lia wird sich sehr freuen, das zu hören. Sie hat so Glück, hier dabei sein zu dürfen. Ja, das freut mich natürlich auch. Gut, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Moment mal, habe ich da gerade richtig gehört? 1000 Euro wird bald in diesem Kindergarten sein? Boah, 1000 Euro in der Kasse.
Das wird mein Mietproblem lösen. Das wäre so einfach, hier einzubrechen. Ein Kindergarten, das wird für mich ein leichtes sein. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis diese Frau das Geld in den Kindergarten bringt. Und dann schlage ich zu. Hahaha. So, Lia, ich zeig dir hier jetzt alles. Also hier ist der Garderobenbereich. Hier könnt ihr zum Beispiel eure Schuhe anziehen und dort ist auch genug Platz für eure Rucksäcke und alle Sachen, die ihr braucht, um rauszugehen. Und hier haben wir noch unsere Pinnwand, da hängen wir manchmal Bilder auf, die ihr malt oder einfach irgendwelche schönen gebastelten Sachen. Ah, okay, das sieht ja total schön aus. Oh ja, das finde ich auch. Komm, gehen wir gleich mal weiter. So, also wie du sehen kannst, haben wir hier so eine kleine Sitzecke. Hier setzen sich die Kinder oft hin und dann spielen die anderen hier zum Beispiel Theater vor. Oder manchmal lesen wir hier auch und ja. Ah, okay, und hier oben kann man sich dann verkleiden? Ganz genau, wir haben hier ganz viele verschiedene schöne Verkleidungen. Hier sind auch schon der Tim und der Paul. Die spielen hier am liebsten Ritter. Und ja, hallo. Hallo. Hallo ihr beiden. Dann haben wir hier einmal unseren Kaufmannsladen. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Da haben wir tolles Spielzeugessen und auch Spielzeuggeld. Und da könnt ihr alles Mögliche verkaufen. Wow, wie cool. Oh ja, wir lieben es hier zu spielen. Genau, und ich bin immer die Verkäuferin. Ach so. Dann haben wir hier oben noch unser großes Puppenhaus. Und hier ist dann noch eine Spielzeugkiste mit allen möglichen Spielsachen. Wow, toll. Die muss ich mir später auf jeden Fall mal genauer anschauen. Das kannst du machen. Dann lass uns gleich mal weitergehen, denn es gibt noch einiges zu sehen. Okay. Dann ist hier der Essbereich. Hier gibt es später auch Mittagessen. Und falls ihr über den Tag hinweg Hunger bekommt, dann können wir euch hier immer was Kleines zum Essen machen. Ah, schön. Und hier ist noch die Susanne. Die kümmert sich um die ganz Kleinen hier. Hallo. Hallo, Susanne. Und hier oben ist dann die Küche. Aber ihr Kinder, lasst bitte die Finger davon. Denn da sind Sachen, an denen ihr euch auch verletzen könntet. Okay. Dann sind wir hier jetzt im Badezimmer. Da gibt es natürlich hier eine Toilette. Die kann man auch hier zumachen. Und dann ist hier das Waschbecken und eine Dusche, falls ihr euch mal schmutzig macht oder sonstiges. Ah, okay, das sieht super schön aus. Mhm. Besonders gefällt mir der Regenbogenteppich hier. Ja, den haben sich tatsächlich die Kinder aussuchen dürfen. Boah, wie cool. So, und dann sind wir hier jetzt noch im Mal- und Bastelbereich. Und hier kann man sich auch noch etwas Bücher anschauen. Boah, ich glaube, das ist mein Lieblingsbereich. Oh, hallo Lia. Hallo. Ach super, ihr kennt euch schon. Die Finja malt am liebsten hier. Ich male auch voll gerne. Dann können wir ja gleich zusammen was malen. Oh ja. So, und dann haben wir hier nur noch eine kleine Bauecke mit einem Bauteppich. Okay. Also falls du irgendwelche Fragen hast oder irgendetwas brauchst, dann kannst du natürlich immer gerne zu mir kommen. Alles klar, mache ich. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Spielen. Danke. So, mein Bild ist fast fertig. Ich muss nur noch die letzte Kugel ausmalen. Ich bin auch fertig. Boah, deins sieht aber total schön aus. Oh, danke, deins auch. Oh ja, das mache ich gleich in meinen Rucksack. Was habt ihr denn da gemalt? Ich habe ein Eis gemalt und ich zwei Blumen. Aha, wirklich sehr schön. Aber ich denke, das könnte noch eine kleine Verschönerung bekommen. Verschönerung? Was meinst du denn damit? Schau nur zu. Oh Mann, ist es dein Ernst? Hast du jetzt wirklich einfach mein Bild zerkritzelt und zerknüllt? Ja, habe ich. Und deins auch noch. Oh Mann, warum machst du sowas? Ist doch lustig, Überhaupt nicht, aber glaub mir, das kriegst du noch zurück. Oh ja, wart nur ab. Werden wir ja sehen. Mann, was ist der denn für einer? Ach, der mag es einfach, andere zu ärgern. Von solchen gibt es viele. Ja, in meinem alten Kindergarten hat mich auch ständig einer geärgert. Egal, mach dir nichts draus. Naja, da hast du ja recht. Komm, lass uns jetzt im Einkaufsladen spielen. Wir finden bestimmt noch einen Weg, wie wir uns an ihm rächen können. Okay, was sollen wir mit den Bildern machen? Lass sie uns in den Müll schmeißen. Später malen wir einfach zwei neue. Na gut. Eine halbe Stunde später. Bist du fertig? Ja. Komm, wir gehen jetzt mal schauen, wo dieser Leon ist. Oh ja, vielleicht können wir uns ja irgendwie bei ihm rächen. Also, er war auf jeden Fall nicht beim Kaufmannsladen und auch nicht bei den Verkleidungen. Dann kann er ja nur in der Bastelecke sein. Dann auf geht's.
Oh, hallo Leon. Hallo, was wollt ihr? Ach, gar nichts. Wir wollten nur mal schauen, was du so machst. Genau, und wir sehen, dass du hier einen schönen Löwen geknetet hast. Ja, der könnte dennoch eine kleine Verschönerung gebrauchen. Oh ja. Fass den bloß nicht an. Ups, zu spät. Tada, jetzt sieht der Löwe wunderbar aus. Das war ja klar, dass ihr sowas macht. Ich sag euch jetzt. Nanu, was ist denn hier los, Kinder? Finja hat meinen Löwen, den ich geknetet habe, kaputt gemacht. Ja, das habe ich aber nur gemacht, weil der vorher das Bild von mir und von Lia zerkritzelt und zerknüllt hat. Hast du das wirklich gemacht, Leon? Ja, habe ich, aber die haben jetzt einfach meine Knete zerstört. Das ist natürlich von beiden Seiten nicht gut, aber ich denke, jetzt seid ihr quitt, oder? Ja, okay, von mir aus. Dann lasst ihr euch jetzt bitte einfach gegenseitig in Ruhe und macht solche Sachen nicht mehr, verstanden? Verstanden. Ja, machen wir. Na dann ist ja alles gut. Wir mögen dich trotzdem nicht, Leon. Puh, mir doch egal. 5 Stunden später. Schau mal, Finja, was ich kann. Boah, wie cool. Lia, du bist abgeholt. Oh, meine Mama ist da. Hallo Mama. Hallo Schatz, und wie war's heute? Super schön. Das freut mich. Ja, sie hat sich wirklich gut eingelebt und es gefällt ihr hier sehr. Ach super, dann vielen Dank. Kein Problem. Dann tschüss Finja, bis morgen. Tschüss. Ach so, Schatz, bevor ich das vergesse, muss ich dir noch was sagen. Und zwar hat mir die Kindergartenleiterin erzählt, dass ihr nächste Woche eine Übernachtung im Kindergarten machen werdet. Was? Im Kindergarten? Mhm, und am nächsten Tag findet dann sogar ein Ausflug statt. Ja, das ist ja so cool! Der Kindergarten ist so toll und es gefällt mir alles. Nur war heute ein bisschen blöd, dass uns so ein Junge geärgert hat. Aber wir haben uns dann an ihm gerecht. Was, wirklich? Naja, dann seid ihr jetzt wenigstens quitt. Ja, jetzt ärgert er uns hoffentlich nicht mehr. Nein, ganz bestimmt nicht. Dann lass uns jetzt nach Hause laufen und wenn du willst, können wir uns auf dem Weg noch ein Eis holen. Die Eisdiele liegt ja direkt auf dem Weg. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Eine Woche später. So, Kinder, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und auch schon in euren Schlafanzügen gekommen seid. Denn wie ihr ja wisst, wollen wir heute einen gemütlichen Vorleseabend machen. Bei den Tischen habe ich leckere Snacks vorbereitet. Es gibt Sandwiches, Chips und Marshmallows. Juhu! Ja, wie toll! Das hört sich doch super an. Mhm, dann kommt gleich mal mit. Das Schlaflager ist direkt hier. Ihr könnt euch alle eine Matratze aussuchen und euch dann ein paar Snacks holen. Okay! Komm, wir nehmen diese Matratze. Oh ja, da sind wir direkt nebeneinander. Lass uns schon mal Probe liegen. Sehr gemütlich. Oh ja, kann ich vielleicht diese Matratze hier neben dir nehmen? Aber klar doch. Oh super, danke. So, wenn ihr alles habt, dann kann ich jetzt anfangen, oder? Ja, ja, ja. Okay, also. Tief im Wald, unter einer großen Eiche, lebte ein Wichtel. Jeden Tag traf er sich mit seinen Freunden aus dem Fabelwesenwald. Also ich fand die Geschichte richtig toll. Nur doof fand ich es, als die Jungs am Ende die ganze Zeit Quatsch gemacht haben. Ja, ich auch, aber das ist so typisch für die. Ja, egal, ich fand's trotzdem toll. Ich auch. Dann lasst uns jetzt Zähne putzen. Emmy hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Yep. So, Kinder, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut, süße Träume und freut euch schon mal auf den Ausflug morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Mann, ich habe noch total Hunger und es gibt kein Essen mehr. Naja, zum Glück habe ich in meinem Rucksack noch eine Notfallbanane eingepackt. Denn wie ihr schon an meinem Schlafanzug sehen könnt, liebe ich Bananen. Das war aber mal so lecker. Jetzt bin ich satt und kann in Ruhe schlafen gehen. 2 Stunden später. Jetzt ist Mitternacht. Der perfekte Zeitpunkt, mir endlich das Geld zu holen.
Ich habe jetzt so lange gewartet und heute ist es soweit. Ich habe alles vorbereitet. Das wird ein Kinderspiel, in diesen Kindergarten einzubrechen. Da sind wir auch schon. Diese Tür habe ich in 0, nichts aufgebrochen. Na also. Ich denke mal, das Geld müsste in irgendeinem Büro oder so sein. Das muss ich jetzt nur noch finden. Ach du meine Güte, warum liegen hier so viele Kinder? Die machen doch nicht etwa eine Übernachtung hier, ausgerechnet heute? Oh Mann, das kann doch echt nicht sein. Egal, ich bin einfach ganz leise. Hol mir schnell das Geld und hau dann wieder ab. Das wird schon keiner bemerken. Hier ist der letzte Raum, in dem noch etwas sein könnte. Ich habe nämlich schon alles abgesucht. Aha, hier ist schon mal ein Computer und ein paar Akten. Und das hier muss hundertprozentig das Geld sein. Volltreffer. Jetzt habe ich endlich das Geld gefunden und kann mich aus dem Staub machen. Oh nein! Ah! Was war das? Oh mein Gott, Emmy, da ist ein Dieb! Hilfe! Oh nein! Hilfe! Ach komm, wir müssen alle Sachen auf ihn schmeißen, damit er nicht entwischen kann. Nimm das und oh, das! Oh, Hilfe! Emmy, ruf schnell die Polizei an! Burka Polizeistation, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe heute mit den Kindern im Kindergarten eine Übernachtung veranstaltet. Dann wurden wir von einem lauten Geräusch geweckt und es hat sich herausgestellt, dass ein Dieb hier eingebrochen ist und Geld stehlen wollte. Offenbar hat er sich verletzt und kann sich nicht wirklich bewegen. Die Kinder halten ihn gerade in Schach. Bitte kommen Sie schnell, wir brauchen Ihre Hilfe, damit er nicht entwischt. Okay, verstanden. Wir schicken Ihnen Hilfe. Bitte bewahren Sie Ruhe und passen Sie auf, dass sich niemand verletzt. Wir werden uns beeilen. Okay, vielen Dank. Keine Sorge, der Dieb ist jetzt in unserem Gewahrsam und stellt keine Gefahr mehr für euch dar. Erstmal ist hier selbstverständlich das Geld, das euch gestohlen wurde. Vielen Dank. Und jetzt muss ich noch fragen, geht es euch allen denn gut? Ist jemand verletzt? Gibt es Beschwerden? Nö, alles gut. Ja, yep, alles gut. Mhm, ja. Bei mir auch. Was für ein Glück. Dann werden wir im Laufe der Woche nochmal Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um alles Weitere bezüglich des Falls zu klären. Aber jetzt könnt ihr alle erstmal runterkommen und am besten wieder schlafen gehen. Okay, vielen Dank. Gut, dann tschüss und eine gute Nacht. Danke. 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 Am nächsten Morgen. Hallo zusammen, ich habe mitbekommen, was passiert ist. Geht's den Kindern gut? Ja, also die Kinder sind stolz auf sich, dass sie es geschafft haben, den Räuber zu fassen. Oh ja, wir haben ihn mit Kissen abgeschmissen und sind auf ihn draufgesprungen, damit er nicht abhauen konnte. Was, wirklich? Das habt ihr euch getraut? Oh ja, das haben wir. Und es wurde doch hoffentlich niemand von euch verletzt, oder? Nein, uns geht's allen gut. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ohne euren Mut wäre der Räuber vielleicht entwischt. Genau, und während ihr ihn abgelenkt habt, konnte ich die Polizei rufen. Ohne euch hätten wir das sicher nicht geschafft. Also nach so einem Abenteuer gestern Nacht freut ihr euch bestimmt heute auf unseren Ausflug, nicht wahr? Oh ja! Ich freue mich auf schon jeden Fall!